Herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute den Volvo FH 2009 in der Version 18.4 von Pentragon. So, was kann man jetzt hier alles machen? Ja, das gucken wir uns jetzt einfach an, was wir jetzt hier alles machen können. Ne? Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, wir haben jetzt hinten Kabinen-Symbole hier. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Wir gucken jetzt einfach mal, was es hier alles so zu machen gibt. Wir haben Spoiler und sogar ein Aero-Kit für das kleine Führerhaus. Dann haben wir für das große Führerhaus haben wir natürlich das im Prinzip das gleiche. Sogar Kabinenlicht haben wir. Spoiler und das Originale. Ne? Wir nehmen uns heute, und natürlich halt überhaupt kein Spoiler, geht genauso. Wir nehmen den XL nehmen wir uns heute vor. Und da schauen wir doch, was wir jetzt hier alles machen können. So, wir haben eine Low-Deck-Version. Eine Tandem-Version, aber da ist glaube ich hier nichts dabei. Oder? Doch, hier, zack. Da habt ihr sogar einen Aufbau mit dabei, guck hier. Aber ein Trailer ist jetzt hier keiner mit dabei. Hier mit Holzladung, irgendwie Trailer oder dann so Kieszeug, ne? Aber Trailer ist auf alle Fälle nicht mit dabei. Das muss am Rande zu erwähnen. Ne? So, was haben wir noch hier alles? Gucken wir uns einfach mal ein bisschen durchgucken. Wir haben sogar eine Schwerlast-Dingsbums. Hier kann man es auch sehen, einmal die normale und dann die XL-Version, ne, wie das dann hier hochgeht. Sieht auch sehr, sehr, sehr hübsch aus. Ne? Und ob man dann hier dementsprechend noch eine fette Spoiler-Version hinten drauf. Sieht gut aus. Und ja, aber wir bleiben bei der 4x2 heute. Die Motoren liegen hier bis zu 750 Schlappen. So brauchen wir gar nicht. Wir brauchen 550 so. Was man so im Alltag hat, also die 750 brauchst du vielleicht bei Schwerlast oder so, aber jetzt hier nicht. So, das wird nämlich exklusiv Interieur. Wir haben hier einen Rammstein-Skin und sonst die anderen, die funktionieren auch soweit alle ganz gut. Gibt jetzt hier eigentlich nichts mehr. So, ja, lassen wir einfach mal dieses Silber. So, Kabinenlicht gibt es hinten, das heißt. Wir haben hier verschiedene Backlights. Da würde ich mal sagen, wir nehmen einmal. Was nehmen wir denn hier einfach? Wir haben so Kombinationsding, haben wir auch hier, ne? Dann nehmen wir am besten Left and Right. Und Rückwärtslicht. So, so ist gut. Dann haben wir hier Spoiler und das Originale. Dann haben wir hier nochmal einen Amberpunkt. Da haben wir sogar Hoodlights noch hier mit dabei. Das heißt, da muss ich doch mal gucken. Break, das ist Break, Left Turn, Parking Light, ich glaube das ist hier Right Turn, oder Parking Light müsste es sein, ne? Ja, da sind wir jetzt richtig, also das normale Parking Light braucht man jetzt hier in dem Fall, dass das auch richtig hier hinterlegt ist, so, ne, zack, so. Clustern war das hier alles voll und dann gucken wir gleich weiter. So, jetzt haben wir oben noch ein paar Anbaupunkte, die machen wir natürlich auch noch voll. Da können wir jetzt mal die anderen hier nehmen. Wir haben jetzt hier Big Break, Big Parking. Dann nehmen wir mal Left and Right. Und dann hier nochmal. Was es jetzt hier genau ist, weiß ich gar nicht so genau. Weil hier steht bloß Left and Right. So, gucken wir nochmal. Ja, oh, sieht komisch aus. Ne, ich glaube, die gefallen mir nicht. Die sehen komisch aus. Die gibt es nur so Kombinationsdinger, aber die sind da doof. Ne, die gefallen mir auch nicht. Aha, die haben wir noch so Kombinationsdinger. Nehmen wir lieber die hier, die sehen gut aus. Zack. Für die Left-Seite. Und einmal für die Right-Seite. Zack. Die sind ganz gut. So, bam. Den Rest lassen wir hier offen. Das brauchen wir da nicht. So, jetzt haben wir das auch gemacht. Da kommen wir nach vorne zum vorderen Teil. Hier natürlich diese Standard-Rundumleuchten, die wir jetzt hier schon haben. Hier bleibt alles ziemlich gleich. Das Licht machen wir aus, brauchen wir jetzt nicht. Das bleibt alles ziemlich gleich. Da gibt es dann, zeige ich euch später noch was, da habe ich noch was gefunden. Für das kleine Führerhaus. Das wollte ich am Anfang eigentlich zeigen, habe es aber vergessen. Verschiedene Panels noch,
Lass mal einfach mal so jetzt hier, ne? Luxury-Klasse. Ja, sonst gibt es hier nichts. Flaggendingsbums. Lackiertes Zeug. Den Mod findet ihr unten in der Beschreibung. Ach, hier gibt es, geht schon mal los. Ja, also hier haben wir da Kunststoff. Und wenn ich hier klicke, zack, haben wir schon lackiert. Mit Logo, ohne Logo und hast du nicht gesehen. Aero-Kit und. Genau. So, da gibt es jetzt hier gar kein Logo. Logo, Aero-Kit. So. Da kann man jetzt hier noch ein paar Schilder einbauen. Da muss man jetzt mal gucken. Oh, da gibt es ein Haufen Zeug hier. Ist. Keine Ahnung. Lass mal einfach mal so. Dann machen wir hier jetzt. Ich nicht. Zack. Sind sie jetzt rein zum Testen mal, ne? Ihr wisst dasselbe, ihr könnt es euch dann selber so gestalten, wie ihr das halt braucht und wie ihr das wollt. Aber hier gibt es auf alle Fälle noch ein paar Sachen. Ja, Ding und. So, das lassen wir jetzt auch mal weg. So, was haben wir hier noch? Jetzt geht es eher um die Scheinwerfer und hier um die separaten Anbaupunkte hier noch. Damit gucken wir uns mal die Scheinwerfer an. So, die sehen jetzt so aus, ne? Da gibt es schon eine Menge hinterlegt jetzt hier. Da müsst ihr euch dann einfach durchkämpfen hier mit Gelbe und so. Finde ich zum Beispiel ganz hübsch. Was wirklich viel, ey. Bis du da mal auf den Trichter kommst, der dir gefällt, da brauchst du schon ein Stück. Oh, das sind ja zig Scheinwerfer hier. So, das nehmen wir jetzt einfach, weil es wurscht ist. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch Mundflaps. Gelbe Mundflips, kommt da eben, die nehmen auch gelb. Dann habe ich hier an der Seite noch irgendwelche Anbaupunkte für diverse Lollis. Die sind mir ein bisschen zu groß. Das finde ich immer noch ein bisschen, wenn mir die einfach zu groß sind. Das ist einfach too much. Sieht einfach nicht so original aus, ne? Deshalb. Nee, geht nicht. Gefällt mir nicht. Da machen wir höchstens die hier ran. Ja, das geht aber. Naja, das Gelbe vom Eis ist nicht, aber gut. Geschmackssache, aber mir gefallen sie nicht, weil sie einfach zu groß sind. So, ja. Bullenfänger und so, das ist alles Standard. Da brauche ich nichts erklären. Dann habe ich hier noch diverse, ja. Motorgrills, wie auch immer. Aber da brauche ich auch nichts erklären, das ist jetzt eh nicht so viel. Kommen wir jetzt zur Seitenverkleidung. Das heißt, wir haben jetzt hier, können wir jetzt noch dementsprechend unsere Rücklichten variieren, wenn wir wollen. Haben wir auch die Standard, die Basics. Und dann kommen wir jetzt hier schon langsam zu die Custom, hier Custom Ding und so. Custom Tank. Da haben wir es einmal Paint und Chrom. So, würde ich sagen, immer dieser besten, die sieht auch hübsch aus hier, ne? Zack, dann tun wir das hier auch mal zupflastern. Also man kann den Volvo jetzt hier auch schon sehr, sehr, sehr schön gestalten. Was natürlich gut ist für die Leute, die jetzt nicht so guten Rechner haben, ist der Volvo echt gut. Weil ja der überhaupt nicht ja, PC-lastig ist, ne? So, schauen wir noch mal hier. Ja, jetzt kommen hier natürlich dementsprechend die von SCS nutzen hier. Schade, dass die vorne nicht gehen. Links. Und dann schauen wir mal hier, wo sind die Rückleuchten. Da sind sie. Also die nehmen wir nicht, die sehen komisch aus. Dann jetzt hier also diese. Oh. Gucken hier. Left. Right. Nee. Left. Jetzt. Also man könnte jetzt theoretisch hier diese Scheinwerfer hier reinbauen. Geht es hier eigentlich dann auch? Gucken wir mal. Right? Left? Ja, aber die gehen sieht aber nicht gut aus. Passt nicht. Gut, da könnte man hier nur eins machen. Nämlich zack und zack. Und hier unten muss man halt dann left. Left und dann hier. Ne, hier sind wir. Right, right. Rechte Seite praktisch, ne? Parking. Parking. Dann haben wir hier Brake. Bremslicht. Bremslicht und dann natürlich hier nochmal das Rücklicht mit drin. So, dann sieht das schon mal ganz hübsch aus hier. So,
Jetzt fällt mir, glaube ich, nichts mehr ein. Jetzt habe ich auch nichts mehr hier zum Bauen. Gehen wir uns ins Interieur rein, aber da ist im Prinzip ja auch nichts anderes. So. Außer halt hier noch inklusive Interieur, aber das lassen wir weg. Navi brauchen wir auch keins. Einfach hier bloß zum Test. Wisst ihr selber, brauche ich euch nicht erklären. Das ist, wisst ihr alles selber hier. Wir bloß mal gucken, ob hier noch irgendwas Neues ist, aber sieht alles gut aus. Passt. Jetzt zeige ich euch noch ganz kurz. Das hat man hier bei der Sleeper-Funktion oder bei dem Sleeper-Ding. Da hat man hier noch so eine separate Rundumleuchte oben drauf. Auch noch in so einer Kombination hier, ne? Jetzt hat man hier noch einen Bügel, da noch einen Bügel. Ah, da finde ich den echt ganz hübsch hier. Das heißt, man könnte dann den hier weglassen. Zack. Dann sieht es halt so aus. Könnte man sich hier noch irgendwelche Arbeitsscheinwerfer oben drauf bauen. Na, wo sind sie denn hier? Irgendwelche? Keine Ahnung. Hier, zack. Zack. Irgendwie sowas halt. Dann sieht es auch ganz witzig aus. Natürlich mit Aero-Kit. Freaky. Zack. Oh, dicht. Zack. Wäre auf alle Fälle auch noch eine Alternative. Gerade für die kleine Kabine, ne? Für die mittlere hat man es halt nicht, da hat man einfach diese gleichen wie bei der XL-Variante, ne? Sieht schon mal ganz gut aus, für das das SCS ist. Hat man hier wirklich viele Möglichkeiten, den Volvo sich sehr schick herzurichten. Unser Lichttest. Hier vorne mit dieser Angel-Eyes jetzt im Scheinwerfer sieht auch sehr hübsch aus. Gucken wir uns mal die Rückseite an, jetzt hier mit den ganzen Leuchten. Sieht gar nicht so schlecht aus. Schauen wir noch, ob er da unter der Sattelplatte passt, Trailer. Aber normal dürfte es hier kein Problem geben, da es ja SCS-Format ist. Ja, sieht gut aus. So, kommen wir mal zum Fazit zum Volvo FH von Pentragon. Wie schon gesagt, der Volvo basiert ja auf SCS-Basis und der ist halt komplett dann überarbeitet worden, schön angepasst und läuft wirklich ohne Probleme. Man kann jetzt vor allen Dingen das kleine, das mittlere und die XL-Variante sehr schön tunen, natürlich auch ohne Spoiler hinten dran. Man hat ansonsten viele Anbaupunkte und das ist wirklich hübsch. Vor allen Dingen jetzt auch hier so ein bisschen dieses Holland-Style jetzt hier hinten dran mit diesem mit dem Heck und so. Also ist echt nicht verkehrt. Macht auf alle Fälle Fun, damit mal eine Runde zu cruisen. Ja. Vor allen Dingen auch nicht PC-lastig, muss man auch dazu sagen. Für die Leute, die jetzt nicht so einen starken Rechner haben, ist das auf alle Fälle eine sehr gute Alternative. Und ja, was fällt mir denn noch so ein? Mal kurz am Überlegen. Ich fahre nicht diese Ausfahrt, nein, wir fahren einfach weiter. Ja, sonst fällt mir eigentlich gar nichts mehr ein dazu, weil es einfach, ihr habt ja alles gesehen bei der Präsentation.
Und ja, kann man sagen, Däumling nach oben. Mehr gibt es hier nicht zu sagen. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Und ja, in diesem Sinn, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.